Hey, da bist du ja wieder. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei meinem neuen Video dabei bist und selbst am heiligen Abend dich bei mir blicken lässt. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Ich weiß, dass die Weihnachtszeit für die meisten Menschen sehr stressig ist und für dich wahrscheinlich auch. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um etwas zu entspannen. Ich freue mich nicht darüber, weil es mein Video ist, was du dir anschaust, sondern weil du merkst, dass du etwas für dich selbst tun möchtest. Du möchtest dich entspannen und dabei spielt es keine Rolle, von wem du das Video hörst. Ob du ASMR bei mir hörst oder bei anderen, das spielt keine Rolle. Ich bin schon stolz auf dich alleine, weil du dir die Zeit für dich selbst nimmst. Ich hoffe, du hattest heute schon einen schönen Abend. Ich weiß nicht, ob du schon Bescherung gemacht hast oder nicht. Wenn ja, dann hoffe ich, dass sie unglaublich schön und freudig war. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir das für gleich. Ich finde es immer sehr schön, wenn man anderen eine Freude machen kann. Dabei spielt es auch gar keine Rolle, ob man sich überhaupt etwas schenkt oder nicht. Denn das wichtigste Geschenk und das schönste Geschenk ist, Zeit zusammen zu verbringen. Und alleine das sollte schon gewürdigt werden. In unserer heutigen Zeit sind Geschenke meistens alles, woran gedacht wird. Aber dieses ungesehene Geschenk, dass man sich Mühe macht, zusammenzukommen, dass man sich Mühe macht, einen Weg zu gehen, um mit allen zusammen in einer Wohnung oder in einem Haus zusammenzukommen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und zu feiern, das wird oft übersehen. Deswegen möchte ich, dass du einmal daran denkst, wie schön es ist, dass alle, die du kennst und die du liebst, zusammen sind. Es kann natürlich auch sein, dass das dieses Jahr bei dir nicht geklappt hat. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben, ob viele arbeiten gehen müssen oder andere Dinge dazu beigetragen haben, dass du dich nicht mit denen treffen konntest, die du liebst. Manchmal geht es einfach nicht. Das bedeutet aber nicht, dass Weihnachten schlecht für dich sein muss. Denn auch wenn man sich nicht sieht, heißt es nicht, dass man sich nicht liebt. Man muss nicht jeden Tag gemeinsam Zeit miteinander verbringen oder an gewissen Feiertagen miteinander Zeit verbringen oder an gewissen Feiertagen zusammenfinden, um sich zu lieben. Um sich zu lieben, muss man keine Regeln befolgen. Es steht nicht geschrieben, dass man Weihnachten zusammenfinden muss, um sich zu lieben. Liebe ist ein Gefühl, was keine Regeln hat. Und nur weil viele sagen, dass man Weihnachten mit den Menschen verbringen muss, die man liebt, heißt es nicht, dass das auch die Wahrheit ist. Man kann Weihnachten genauso gut alleine verbringen. Denn eigentlich ist Weihnachten auch nur ein Tag. Der 24. Dezember. Und der 25. Dezember sind genauso besonders wie der 2. oder der 7. oder der 23. oder der 20. Jeder Tag ist an sich einzigartig. Und es kommt nicht darauf an, ob du Weihnachten mit Menschen verbringst, die du liebst. Es kommt auch nicht darauf an, ob du das regelmäßig machst. Es kommt nur darauf an, dass du die, die du liebst, auch zeigst, dass du sie liebst, egal an welchem Tag. Und bei der ganzen Liebe für andere Menschen darf eine besondere Liebe nicht unbeachtet sein. Die Liebe für dich selbst darfst du nicht vergessen. Du sollst dich selbst lieben, wie all die anderen auch. In der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet aber nicht, dass du die anderen mehr lieben sollst als dich selbst.
Das bedeutet, dass du dich genauso lieben sollst wie alle anderen. Behandle dich selbst, als wärst du dein eigener bester Freund. Und wenn du dir einfach einen Teller zu essen schön herrichtest, das reicht oft auch einfach aus. Denk doch mal darüber nach, warum machen wir für andere oft etwas hübscher oder schöner oder mit mehr Aufwand als für uns selbst? Lieben wir uns etwa nicht genauso wie die anderen Personen? Haben wir nicht genauso viel Aufwand verdient wie die andere Person? Deswegen achte dann das nächste Mal einmal darauf, wenn du dir einen Teller herrichtest. Tu so, als würdest du ihn für deinen besten Freund oder deine beste Freundin herrichten. Mach ihn schön. Und achte darauf, wie es aussieht. Einfach, weil du es wert bist, dass du dir etwas Gutes tust. So wie du jetzt momentan auch etwas Gutes für dich tust. Du bist es wert, dass du auf dich Acht gibst. Du bist es wert, dass du etwas für dich tust, was dir gut tut. Kein Mensch auf der Welt ist mehr wert als du. Denk daran, wenn es dir schlecht geht oder wenn du glaubst, dass du etwas nicht verdient hast. Wenn andere Menschen etwas verdienen würden, dann verdienst du es genauso. Vergiss nicht, dich selbst zu lieben. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Ich möchte mit dir noch eine Entspannungsübung machen, bevor wir das Video beenden. Und zwar werden wir dreimal gemeinsam tief ein- und tief ausatmen, um den Moment zu spüren. Tief ein. Und aus. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich schon etwas entspannter und ich konnte dir etwas helfen. Denk bitte auch in Zukunft daran, dir immer etwas Zeit für dich zu nehmen. Denn du bist es wert, dass du dir Zeit für dich nimmst. Vergiss dich selbst nicht, egal was du für andere tust, du bist genauso wichtig. Keiner ist wichtiger als du, kein einziger Mensch auf diesem Planeten, kein einziger Mensch ist wichtiger als du. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, dich zu entspannen. Und nun wünsche ich dir noch eine weitere fröhliche und gesegnete Weihnachtszeit. Tu etwas für die Menschen, die du liebst, und wenn es nur für dich selbst ist, denn dich selbst solltest du auch lieben. Ich wünsche dir noch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannten Tag. Gute Nacht, gute Nacht.